So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wunderwelt, glaube ich. Genau. So, das ist hier Wunderwelt One. Hallo, warum lädst du die Serverliste nicht? Ah, genau. Genau. I'm very angry, Ronix. Hier, wie hieß er? Frido? Ich glaube ja. Du hast ja gefragt nach meinem Namen in Game. I'm very angry, Ronix. Ja. Ronix hat er leider nicht genommen, weil da mussten auch Kleinbuchstaben mit bei sein. Deswegen habe ich das da einfach so rangeklatscht. Leider kann man einen Spieler im Nachhinein nicht umbenennen, sonst würde ich vielleicht einen anderen Namen nehmen, aber jetzt ist es so. Ich weiß gar nicht mehr, welches Passwort ich genutzt habe. Verdammt! Na. Wir hatten doch irgend so ein so ultra einfaches Passwort, oder? Oh, 4 mal die 1 ist es auch nicht. Ah, das ist es. Gut. Mein Test. Achso. Müssen wir erstmal warten, bis er hier Vollbild aufgedingst hat. Auch ein schönes Bild. Schnicke, schnicke. Da komm. Ah, dieses Blöcke initialisieren bei dem Server dauert echt ewig. Ah, ne, sehe ich nicht. Schade. Wenn ich den Composator aktiviert habe, und Fenster minimiert habe, dann sieht man auch im minimierten Zustand eine Vorschau. Da da allerdings aktuell ohne Composite-Sighting arbeite, deswegen sieht man, wenn das Fenster minimiert ist, leider nur noch das Icon. Ja, gut. Ah, er ist da. So, dann jetzt bitte einmal Vollbild und dann können wir auch auf My Test umschalten. So, jetzt muss ich dich voll 60 FPS haben. Ja. Genau, wir sind der letzte Folge zurück zum Spawn gegangen. Das gibt mir eine Idee. Warte mal kurz. Wenn ich. Wenn ich jetzt hier einfach alles droppe. Und dann ganz schnell mit einem anderen Namen online gehe. Ich droppe mir nicht direkt hier, sondern ein bisschen versteckt da. Zum Beispiel da bei dem Pilzhaus. Wenn ich dann mit einem anderen Namen umgehe, dann kann ich die Sachen da eigentlich einfach wieder einsammeln, oder? Die Frage ist, bleiben Sachen liegen? Oder verschwinden die dann einfach, wenn keiner in der Nähe ist? Ich weiß es halt nicht. Mal schauen, ob unsere Äpfel noch da sind. Wenn ja, wäre geil. Wenn nicht, dann nicht. Da könnten wir höchstens irgendwo eine Kiste hinstellen, da die Sachen reinpacken und dann über die Kiste wieder abbauen. Wäre auch eine Option. Ja. Aber ich habe meine Kopfhörer gar nicht aktiv, ne? Ah. Kopfhörer sind nicht aktiv. Warum hat OBS das Spiel verloren? Hallo? Warte kurz, warte kurz, warte, 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 warte. Ach, die beiden sind die gleichen. Ah. Okay, ich habe einmal Workspace Green mit Kamera 2, dann Workspace Windows mit Kamera 2, da ist scheinbar auch MyTest mit dabei. Und dann habe ich einmal direkt MyTest, was genau das gleiche ist wie Windows plus Kamera. Warum habe ich das Ding zweimal? Ach, weil ich hier kein Pausebild habe. Hier habe ich ein Pause. Ah, nevermind. Okay. Gut.
So, close. Ja, die Äpfel sind doch da. Cool. Das heißt, dann müssen wir uns jetzt mal einen Namen ausdenken. Wie gesagt, Ronix geht ja nicht. Ich glaube, wir denken uns erstmal einen Namen aus. Das heißt, ich gucke erstmal, was für ein Name möglich ist. I am very angry, Ronix. Genau. Was für ein Name könnten wir denn? Ja, ich könnte einfach Walker nutzen. So, pff. Drauf geschissen, ne? Ist denn Walker noch verfügbar? Machen wir mal ein etwas schwierigeres Passwort. Also müssen wir es registrieren. Ja, ist noch frei. Cool. Dann gehen wir jetzt mit dem Charakter auch ins Haus. Warum muss jetzt die Medien nochmal an? Ich muss doch nicht. Gehen wir jetzt mit dem Charakter, mit dem auch nochmal ins Haus. Zu der Position im Pilz. Dann senden nochmal als I'm very angry Ronix an. Schmeißen unseren ganzen Stuff ab. Gehen wieder als Walker rein und nehmen den ganzen Stuff dann wieder auf. Das ist die einzige Möglichkeit, seinen Namen zu ändern. Da habe ich zwar auf dem Server streng genommen 2 Accounts. Es gibt viele Server, die mögen das nicht, wenn man da mehrere Accounts drauf hat. I don't know. Jetzt ist eh zu spät, jetzt habe ich schon 2 Accounts. Yeah. See rules, the rules. Ist es hier ist es hier verboten? Spamming, begging, hardware, cheating, clients, begging, inside protection, tapping, front, use hypercore. Ah, using hypercore, okay. Different privileges. Lalala. Nö, von mehreren Accounts haben, steht hier, ach, oh, hier ist nochmal der Deutsch, okay. Von mehreren Accounts benutzen, steht hier nichts. Nur, dass man nicht mehrere Accounts nutzen darf für Votings, aber das ja, ne. Aber, dass man allgemein keine mehreren Accounts nutzen darf, steht hier, ist hier. Okay. Dann, gehen wir mal zu dem, wait. Hä? Wieso haben wir Fast? Hatten wir schon immer Fast? Ah, stimmt, doch, genau. Fast hatten wir immer, genau. Ja, eben, auf dem Server hat man ja relativ viele Privilegien. Warum auch immer. So. Gehen wir mal hier hin. Nochmal Hauptmenü. I'm very angry. Ronix. Was? Name ist nicht registriert, aber was? Oh. Nicht arm. Im. I'm. Ach, das falsche Passwort. Ach, liegt doch am Arsch. Meine Güte. Halbe Folge fast vorbei. Dammit. Muss mal gucken. Wir haben wirklich kein Audio. Ich verstehe gerade nicht, warum wir bei Audio keinen In-Game-Sound haben. Oder haben wir In-Game-Sound oder ich habe es noch nicht gehört. Gemerkt. Problem ist halt, ich höre gerade nichts und die Boxen sind relativ leise eingestellt. Jetzt muss ich mal auf den Ausschlag achten in OBS. Der müsste ja eigentlich den Ausschlag haben. Wenn wir da lang gelaufen. Ich hoffe mal, nächste Folge denke ich dann auch dran, meine Kopfhörer einzuschalten. Das Problem ist halt, ich kann das nicht während ich OBS offen habe machen, weil da kommt OBS mit den Audiospuren komplett durcheinander. Dann hat man mein Mikrofon zweimal, wodurch ein Echo entsteht. Und Spielgame-Audio hat man dann gar keins mehr. Nee, kein Ingame-Audio. Zumindest höre ich keine Fußschritte. Naja, die ersten 8 Folgen haben wir auch ohne Ingame-Sound gearbeitet, von daher draufgeschissen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Weg, 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 weg. Wetten, wenn wir als Walker ankommen, ist nur noch die Hälfte da, weil die andere Hälfte, warum auch immer, despawned ist. So kennt man das Spiel. Alter, wie viele Loren. Gut, davon können ruhig ein paar die spawnen. Hätte ich kein Problem mit. Bitte seid noch alles da. Bitte, 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 bitte. Jetzt sind genau 10 Minuten vergangen.
Und wir haben noch nichts gemacht in Game. The fuck. Aber gut, wir sind jetzt fast fertig. Wir müssen nur noch den Stuff aufsammeln. Dann können wir direkt losziehen. Und mal gucken, wo wir uns niederlassen. Kamera flackt jetzt schon wieder. Fuck! Es ist dunkel in Berlin. Guck mal, ob ich ein bisschen heller mache hier. Ah, ne, flackert immer noch. Der rechte Bildschirm, der flackert immer. Der und der, die sehen perfekt aus, aber der rechte flackert immer, obwohl alle drei genau die gleiche Helligkeit haben. Oh, alles da geblieben. Muah. Wobei, ne, wir haben ein Item mehr. Hier war ein Platz. Achso, siehst du eben, wir haben Eisenschwert. Ah, lol. Ja, aber cool, wir haben alles übernommen. Geil. Juhu. So. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ich würde gerne einen Ort finden, wo wir den Typen da nicht sehen, aber allerdings schön viel von diesen anderen Häusern hier. Allerdings, glaube ich, fast das ist nicht möglich, weil das müssten wir relativ nah in der Nähe sein. Und das geht nicht, weil überall diese kackriesige Area ist vom Spawn. Spawn Extension vor allen Dingen. Das Ding. Das ist ja so riesig. Ich glaube, wir werden keinen Spot finden, wo wir hier irgendwo Ausblick auf dieses Szenario haben. So, Speed haben wir. Hier geht's nicht weiter. Da geht Wasser. Ich habe übrigens ein paar Informationen bekommen. Zum einen, jetzt haben wir neuen Charakter. Wir möchten doch bitte die Skins verwenden. Denn so möchte ich nicht aussehen. Ja, das ist sehr abstrakte Kunst. Finde ich nicht geil. Ach, leck mich am Arsch. 800 Skins? Ne, 1600 Skins. Gut, die nächsten 8 Folgen werden wir damit verbringen, uns mal alle Skins anzugucken, damit wir dann in der 500. Folge uns entscheiden können, ja, demokratisch gewählt, welchen Skin wir verwenden. Das wird ja nur noch weitere 100 Folgen dauern, so ungefähr. Ja, leck mich am Arsch. Ja, wir nehmen am besten genau diesen Skin, diese Farbfrohheit spiegelt genau dieses Wohlbefinden und diese Herrlichkeit meiner Seele wieder. Ha? Oh Mann, Alter. Oh Mann. Hä? Okay, manche sind hier mehrfach drin. Guck mal, der ist genau der gleiche wie der hier. Ja, nicht so geil. Warum kann man hier nicht manuell ein? Kann man manuell irgendwie einen erstellen? Nee, man kann nur. Ah, man kann nur wechseln. Man kann nicht irgendwie, es gibt auch irgendeine komische Skin-Mod, wo du dir es selber zusammenstellen kannst, einfach. Aber, ist hier nicht vorhanden. Gut, ich setze einfach mal so ein bisschen schnell durch. Das hier zum Beispiel könnte man machen. Haben wir schon mal ausgewählt quasi. Warte kurz. Achso, der hat das hier begonnen, weil ich das 10x3 habe. Oh, das ist doch auch ein schöner Skin. Einfach mal ein bisschen ein. Oh, jetzt fällt mir der Spielname nicht ein. Er ist so ein bekanntes Spiel. Warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? I don't know. What the fuck? Ja. Gut. Ich glaube, die Folge jetzt hier schon wieder diesen Skin als Girl. Mir fällt immer noch nicht das Spiel ein. Mir liegt quasi auf der Zunge. Ah, egal. Guck mal, blaue Haare. Schon mal direkt Bonus, ja. Direkt hat so eine Mikro-Wipes. Ach, du Scheiße. Ah, ne, gehen wir direkt mal weiter. Yes. Invisible Ninja. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Leute, wir haben fast ein Viertel geschafft. Reißt euch mal zusammen. Holt euch Popcorn und ey, guck mal, der hat das Passwort von meinem alten Account. Also hier, dieses I am very angry. Da hatte ich genau das als Passwort. Ah, schön. Hier ist wieder ganz klassisch. Naja, ganz klassisch nicht, das ist ein bisschen abgewandelt. Oder? Ja, genau. Problem ist halt dadurch, dass man immer diesen Lebensbalken über einem zu sehen hat, ist man sowieso immer sichtbar. So, also als Ghost kann man eh nicht rumlaufen. Oh, das ist doch. Das ist. Das heißt sogar zu einem Mikro, aber ja klar. Dann nehmen wir doch, da gibt doch genau das. Aber wir gucken trotzdem weiter durch, ja. Wir gucken trotzdem weiter durch. It's me, Mario. Mir fällt der Name von dem anderen Spiel nicht ein. Ja. Wird bestimmt einer in die Kommentare schreiben. Spiel gibt's schon ewig. Also, es sind schon ein paar coole Charaktere mit dabei. Ja gut, das wird ja schon fast generic. Also hier weiter hinten kommen wirklich viele sehr gut ausgestaltete Charaktere, die auch relativ realistisch aussehen. Also da hat jemand zu häufig Animator versus Animation geguckt. Das Material ist doch Copyright geschützt, könnt ihr doch nicht einfach nutzen. Ich hasse Turtles. Habe ich nie gemocht. Das ist hier aber Titanen. Und wie heißt denn der? Ich komme auf diesen Kacknamen nicht. Ich kann mich nicht mal richtig auf die Skins konzentrieren. Naja, TV-Head Error ist was anderes. Ist es einfach nur No-Signal oder Test-Signal? Also normalerweise ist das das Testsignal. Das haben halt TV-Stationen, wenn sie halt gerade nichts zum Senden haben und dann einfach ein Testbild reinschalten. Ja, aber es ist keine Fehlermeldung in dem Moment. Sondern es ist halt einfach nur, wir haben gerade kein Content. So. Ja, nice. Hier sogar mit Kopfnicken. Okay. Schon süß. So. Es ist Tag. Sehr gut. Dann sind diverse Spieler. Wir gehen gerade von dem weg. Ob das gut ist? I don't know. Ja, und schon sieht man die Gebäude eh nicht mehr. Ah, durch die ganzen Bäume hier. Ah, und hier ist immer noch alles mit dieser protected area protected. So eine protected Wir gehen mal hier hin. Hier ist große, weite, freie Fläche. Ich hoffe mal, dass wir hier
so ein bisschen was finden, aber ich schätze mal, hier ist trotzdem alles protected. Ja, auch hier ist alles protected. Ja, nee, also irgendwo in der Spawn-Nähe bauen wird wohl gar nichts, einfach aufgrund dessen, ja, dass hier alles protected ist. Schade eigentlich. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir ein bisschen mit schöner Aussicht bauen können. Aber ich frage mich, ob wir überhaupt irgendwo bauen können. Oh, ist ja süß. Achso, ja, ist ja. Ist ja eine Area. Habt ihr recht. Ah, guck mal, hier ist weg. Aber immer noch Spawn Extension. Da wurde mir auch gesagt, ich kann die wohl mit Brot füttern. Auch wenn, fällt mir, da haben wir gar nicht mehr einen. Frido? Also, ne? Den ich in der ersten Folge erwähnt habe. Der mir auch das Vampir empfohlen hat. Nicht genau mir sagen konnte, was man davon hat, wenn man die mit Brot füttert. Ne, es gibt ja so manche Mods, der bleibt auch gerade hängen irgendwie. Da kann man den Handel treiben oder weiß nicht, die beschützen dann einem. Ne, also sind da quasi Arbeiter, die einem für einen Fackeln aufstellen oder halt einen vor Monster beschützen oder alles mögliche, I don't know. Konnte er mir aber erstmal nichts sagen. Nur, dass sie halt mit Brot gefüttert werden können. Mann, diese Spawn Extension Area, die geht ja super weit, Alter. Wir sind ja nicht mehr in der Nähe vom Spawn. So, von hier aus kannst du den Spawn einfach gar nicht mehr sehen. So, da ist ja gar nichts mehr mit Spawn. Das ist ja blöd. Vor allem, man hat ja auch keine Infrastruktur, keine Straßen oder sowas. So wissen, habe ich erstmal keine gesehen. Das heißt, wir bauen ja echt am Arsch der Welt. Das kann man so nicht machen. Das ist, ne, ist mir einfach zu blöd. Ich schau mal ganz kurz, ob wir hier irgendwie eine Straße abgehend haben, die raus aus der Area führen. Aber ich wag's fast zu bezweifeln. Okay, das geht hier hin. Hinten geht's dann weiter zu dem Ding, wo wir auch vorhin lang gelaufen sind. Und der Weg hat hier hinten irgendwo geendet, ne? Hui. Den Weg sind wir auch beim allerersten Mal lang gelaufen, glaube ich, ne? Da ist genau das Ding. Hey. Mal schauen, wo es der Weg hinführt. Ah, genau. Hier waren wir auch schon. Bei die große Ding. Und ja, an der Stelle endet der Weg auch. Das heißt, Infrastrukturprojekt, quasi Seitenstraße 3.0, hat da aufgehört. So. Das war jetzt der Weg. Dann gucken wir jetzt mal den Weg hier, wo der Weg hinführt. Hier gibt es drei Abzweige. Fangen wir erstmal dem hier. Achso, das geht hier nur zur Mine. Da geht zu dem Haus. Oh, schön. Wow, blau. Sehr schnieke. Nice. Ach. Eigentlich wollte ich jetzt die 8 Folgen mit Hausbauen verbringen. Doch stattdessen müssen wir überhaupt jetzt mal gucken, wo wir überhaupt irgendwas in der Nähe vom Spawn bauen können. Da geht's zu dem Wasserfahrstuhl. Da hier waren wir auch schon. Der andere Weg führt nur noch die Leiter darunter. Ja, sieht schlecht aus. Ich glaube, wir haben vom Spawn aus keine Straße, die irgendwo oder Weg, der irgendwo in bebaubares Gebiet führt. Und hier ist der dritte Weg. Fangen wir mal dem. Der geht hier so ein bisschen abseits. Mal gucken. Aber wie gesagt, so groß wie das Bombenbereich ist, die Area. Wow. Alter, das ist ja teilweise richtige
Da friert er das Bild 3 Stunden lang ein. Na, auch wieder blaues Holz. Oh. Teleportiere nach Green. Blue. Was ist das denn? Hier ist gar nichts. Hier steht nur einfach nur Feld aktiv. Teleportiere nach Red. Cool. Ah, Beginner Village. Ah, ist doch vielleicht genau das, was wir suchen. Gut, also blau ist schon mal mitten im... Ach, wir werden hier teleportiert, glaube ich. Ich dachte, wir wären zu dem Raum da zurück teleportiert. Der Raum... Wo ging es lang? Ja, genau. So, blau war also schon mal ein sehr grünes Gebiet. Da gucken wir mal grün. Könnte man denken, dass grün grünes Gebiet ist. Oh, okay, ein grün ist noch ein grüneres Gebiet. Richtig Wald. Okay. Schön, dass man auch hier immer gleich so eine Endertruhe hat. Ich glaube, da schmeißen wir auch direkt mal unseren Stuff rein. So. Und dann gucken wir mal, jetzt haben wir blau und grün haben wir. Jetzt gucken wir mal, was rot hat. Also aktuell bin ich fürs blaue Gebiet. Das sah ein bisschen belebter aus, aber auch Straße und sowas alles. Ne, weil wir haben ja auch ein Auto. Ne? Wäre ja also schön, wenn wir auch das Auto mal ein bisschen einsetzen könnten. Halt nicht da lang, muss ich. Das sind auch so schöne Gebäude. Ich hätte ja gerade gedacht, als ich hier diese Dinger gesehen habe, ne, weil das hier so ein blaues Holz ist, dass es vielleicht 4 verschiedene Städte sind, die entsprechend mit dem Holz in den entsprechenden Farben arbeiten. Ne? Dass man also hier so bläuliche Häuser hat, also rötliche Häuser und so weiter und so fort. Ne? Nein, nee, das hier ist mir zu langweilig. Hier ist ja fast nur Wiese. Hier ist gar nichts. Ja, also, ich glaube, wir bleiben doch beim blauen Gebiet. Ich will aber nochmal gucken, was dieses lilane Ding ist, wo einfach nur dran steht mit, wo gar nichts dran steht, quasi nur, dass das Ding aktiv ist. Was auch immer das bedeuten mag. Und ja, wenn mich das lilane jetzt nicht vom Hocker haut, dann würde ich mal sagen, bleiben wir bei dem blauen Gebiet tatsächlich. Das sah am schönsten aus. Ey, wir haben hier, ey. Zu wissen, sind hier schon viele Bananen. Wobei wir die wahrscheinlich nicht ernten können, weil, oh doch, ist ungeschützt. Aha. Cool, dann klauen wir uns gleich mal noch mal ein paar Bananen. Ne? So Nahrung, das Wichtigste. Wir könnten uns auch einfach mal Sapling klauen, fällt mir gerade mal ein. Und ja, keine Angst, dass ich jetzt hier den anderen Leuten die ganzen Bananen wegklaue. Die Scheißdinger wachsen so schnell nach, das glaubt ihr gar nichts. Also bis hier der nächste Spiel allein läuft, ist alles nachgewachsen. So, genau, wir brauchen nämlich auch noch ein paar Blätter. Denn aus den Blättern bekommen wir hoffentlich die Saplings. Wobei, irgendwie scheinbar nicht. Gucken wir mal. Ah doch, wir haben ein Sapling, yay! Jetzt haben wir schon mal 2 Saplings. Ah komm, wir nehmen die Blätter einfach mit. 2 Saplings haben wir jetzt schon mal. Na, und hier ist echt lilanes Gebiet. Hätten wir also auch einfach entsprechend beschreiben können. Haben sie scheinbar nicht. Gut, ja, wie gesagt, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Das heißt, wir bleiben tatsächlich beim blauen Gebiet. Ich schätze mal, die Straße hier führt nirgendwo hin, nur zu dem Haus. Die Straße haben wir abgeklettert und die Straße hier führt bloß zum Strand, richtig? Genau, da zum Leuchtturm. Und das hier führt zur Seilbahn. Ja, okay. Das heißt, wir haben hier an dem Spawn auch soweit erstmal alles abgeklappert. Hier ist also nichts, wo wir dauerhaft hin können. Ja, dann ab zum blauen Gebiet. Und dann suchen wir uns da mal ein schönes Plätzchen. Freie Bar mit Marzipan, hui!
So, hier werden wir uns irgendwo ansiedeln. Dazu nehmen wir uns erstmal hier. Ja, Rest machen wir dieser Folge. So, bis dann.